Wenn ihr Bock drauf habt, die Adapter, die kosten 20, 30 Euro. Die App kostet nämlich gar nichts. Das ist schon mal richtig toll. Da ist er wieder. Und ich bringe euch heute endlich das Video mit, auf das ihr gewartet habt. Unter anderem, was ist Kanzi Plus und wie funktioniert das eigentlich? Wie kriege ich das in Betrieb und was macht das? Also es geht konkret hier um das Auslesen des Dacia Springs auf einfachem Wege. Das ganze Akkugedöns, wie warm, wie schnell, wie viel Verbrauch, wie sind die Ladezyklen und so weiter. Also das, was ihr in meinen ganzen Videos immer schon sehen konntet, will ich euch heute einmal beibringen, wie man das einzurichten hat und wie das Ganze dann funktioniert. Kurzes Vorwort noch dazu. Ich hatte das ganze Video schon fertig. Hier mit so einem Android-Telefon und mit dem iCar Pro Adapter, den ich euch immer empfohlen habe. Dann habe ich dieses schöne Telefon von Android 12 auf Android 13 aktualisiert und festgestellt, Mist, der iCar Pro funktioniert irgendwie mit Kanzi und diesem Smartphone hier, dem Galaxy A13, nicht mehr wirklich. Ich kriege Kanzi mit diesem Adapter und Android 13 nicht mehr zum Laufen. Das heißt, ich muss das Video neu machen. Das heißt, den legen wir hier weg, zur Seite und sind wieder bei diesem Adapter, dem Convai 902 Bluetooth. Funktioniert 1A und den habe ich halt jetzt gerne genommen, weil der ist in der gleichen Preisliga, so 25, 30 Euro. Nur, dass der eben auch mit iOS, also mit Apples, zurechtgekommen ist. Egal. Das heißt, diese klassische Empfehlung, die es schon seit Ewigkeiten gibt, diesen Adapter hier zu benutzen, kann ich weiterhin aufrechterhalten. Also wenn, dann holt ihr euch den. Findet ihr wie immer, muss ich gar nicht mehr sagen, in der Videobeschreibung. Ja, und dann würde ich sagen, lege ich einfach mal los, um das Video hier nicht zu lang zu werden zu lassen. Also was brauche ich? Klar, wie eben schon gesagt, ein OBD2-Adapter, in diesem Fall diesen hier, den Convai 902 Bluetooth, der den großen Vorteil hat, das Passwort hier zum Verbinden ist zwar festgesetzt, also es kann sich quasi jeder damit verbinden dann. Aber da habt ihr zumindest noch einen ganz kleinen Knopf noch zum Ein- und Ausschalten. Das heißt, ihr müsst ihr nicht immer rausziehen mit dem Auto, sondern könnt ihr einmal einen Knopf drücken und dann ist er deaktiviert. Zieht dann wahrscheinlich auch nicht mehr allzu viel Strom, weil das ist nur so ein Soft-Toucher-Taster und kein richtiger Taste, keine richtige Taste. Aber dann habt ihr Ruhe und müsst ihr nicht jedes Mal wieder rausnehmen. Und was braucht ihr auch? Ihr braucht ein Android-Handy. iPhone geht leider bis heute nicht. Ja, da habe ich Android 12 drauf gehabt. Jetzt eben seit ein, zwei Wochen Android 13 und das Ganze funktioniert immer noch. Was ist jetzt der erste Schritt? Ich werde euch zeigen, wie man auf diesem Telefon hier Kanzi installiert, also wo man es herbekommt und wie man es einrichtet. Dann, wie man halt diesen OBD-Adapter mit dem Dacia Spring verbindet und letztendlich, wie kommen die Daten aus dem Auto über diesen Adapter in dieses Telefon rein, also quasi wirklich die Benutzung dann. Also bleibt dran. Es lohnt sich auf jeden Fall und wird eure Fragen, wie das Ganze funktioniert und was das eigentlich ist, auf jeden Fall beantworten. Also bis gleich. So, und schon geht es weiter. Herzlich willkommen auf meinen Samsung Galaxy A13, was ich inzwischen mit Android 13 betreibe. Und dieses Smartphone habe ich mir extra ja nur gekauft, um den Dacia Spring auszulesen, was auch wunderbar funktioniert. Also, wie gesagt, ich kann das echt nur empfehlen für alle, die so wie ich im normalen Alltag ein iPhone benutzen. Macht einfach Sinn, sich das anzuschaffen oder sich eine große CarPlay-Box zu besorgen, die das Gleiche kann. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich zeige euch einmal, wie ihr diese App auf dieses Gerät bekommt. Öffnet einfach den Google Play Store, den werden wahrscheinlich die meisten, die Android benutzen, einfach schon drauf haben und sich auch einen Account beschafft haben. Sucht dort nach Kanzi. Und ihr seht in der Mitte schon Kanzi Plus. Ganz wichtig, Kanzi Plus Version auswählen. Die normale Version kann nur die Zoe auslesen von Renault, aber nicht den Dacia Spring. Außer das hat sich inzwischen geändert, habe ich aber nichts von gehört. Ja, Kanzi Plus. Oben seht ihr den Bobby Galati, das ist der Entwickler. Der hat eine eigene Facebook-Gruppe, dort bin ich auch angemeldet und bin darüber auch in den erlauchten Kreis der Beta-Tester gekommen, die also frühere Versionen dann auch, die noch nicht ganz fertig sind, testen dürfen. Wenn ihr da Fragen habt zu dieser App, weil irgendwas nicht funktioniert, ihr vielleicht irgendwie Wünsche habt, weil ihr wollt einen anderen Tageskilometerzähler oder was auch immer, ihr könnt direkt in diese Facebook-Gruppe, wenn ihr euch da anmelden mögt, weil ja, Facebook ist jetzt irgendwie nicht mehr so Stand der Dinge heutzutage, ihr direkt mit dem Entwickler kommunizieren oder auch mit anderen Benutzern. Also es ist echt Mehrwert und ihr könnt dem Entwickler auch gerne da, wenn ihr diese App benutzt, und ich benutze sie wirklich gerne, weil sie einfach tauglich ist und Spaß macht und wenn sie erstmal drauf ist, hat man das Auto innerhalb von wenigen Sekunden eben akkutechnisch ausgelesen.
Lass den 5er da an, 10er für die Kaffeekasse, dann freut er sich. Der ist echt toll, der Typ. Und macht hier einfach super Arbeit. So, installieren wir das Ganze mal. Und ich weise an dieser Stelle darauf hin, dieses Galaxy A13 ist, glaube ich, eines der langsamsten Handys, die ich jemals gekauft hat. Und trotzdem, die App ist halt super schmal, geht das richtig fix. Ja, und wie ihr schon seht, können wir das Ganze auch dann direkt schon öffnen. Ich kann Screenshots machen in der App, deswegen fragt sie hier, ob sie auf Fotos, Videos und so weiter zugreifen darf. Dann natürlich der typische Disclaimer, bla bla bla, diese Software kann was kaputt machen und hier, du stimmst zu, dass du da selber für verantwortlich bist. Klar, anders geht's nicht. Und hier seht ihr auch schon, das ist der Standard-Startbildschirm. Unten steht jetzt auch Now with Android Auto. Das heißt, können wir vielleicht gleich im Auto nochmal testen. Man kann sich das auch auf das große Display wiedergeben lassen. Für die Detaildaten braucht ihr aber immer noch die App, also wenn ihr die ganzen Kurven so schön sehen wollt. Und das war's eigentlich auch fast. Also mehr braucht ihr nicht, um die App zu installieren. Vorkonfigurieren wäre nicht schlecht. Da geht ihr oben auf die drei Punkte, auf Einstellungen, weil wir wollen das Ganze ja im Dacia Spring betreiben. Hier oben seht ihr Verbindung mit. Da gehen wir gleich mal drauf, wenn wir den Bluetooth-Adapter verbunden haben, weil da kann man natürlich auswählen, mit was man sich verbindet. Es gehen ja auch viele andere Dinge. Den Hintergrundmodus Bluetooth schalte ich einmal ein, weil wenn ich mal kurz die App switche oder auf irgendwas anderes gucke, dann will ich ja weiter, dass die Daten in der App gesammelt sind. Ist aber nur optional. Aber ganz wichtig, Automodell. Und wie ihr seht, ist hier eine Zoe vorbelegt, die 210. Fragt mich nicht, welche Variante das ist, da kenne ich mich nicht aus. Und ziemlich weit unten findet ihr den Dacia Spring. Ganz wichtig. Ja. Und den ganzen Rest könnt ihr euch angucken an Konfiguration. Ja, und schauen, ob ihr das braucht oder nicht. Ich brauche es auf jeden Fall nicht. Dann gehe ich jetzt einmal zurück. Gehe hier in den Startbildschirm. Könnte ich mir die App auch wieder nach oben ziehen. Mache ich nachher. Und ja, dann wandern wir jetzt mal zum Auto und bringen den OBD-Adapter und die Verbindung hier zum Laufen. Also wieder mal, bis gleich. Ja, strahlender Sonnenschein ist für ein Videodreh draußen jetzt nicht so das Optimum wegen der Reflexion. Aber es wird schon. Es geht ums Prinzip. Für alle, die nicht wissen, wo die OBD-Schnittstelle beim Dacia Spring ist, die ist genau, also Handschuhfach, aufmachen, reingucken und ganz da hinten ist sie. Ist normalerweise eine Klappe vor, die seht ihr, die ist nach links geschwenkt, die war bei mir auf. Die soll irgendwie ein bisschen frickelig aufzumachen sein, deswegen habe ich es sein lassen bis jetzt. Ja, und dann ist es ganz einfach. Nehmt euch den Adapter, guckt hier in diesem Fall, dass die Schrift nach oben zeigt. Und dann mal gucken, ob ich das hinkriege, ohne dass euch schlecht wird, weil die Kameraführung so wackelig ist. Steckt ihr ihn einfach da rein. Und ich habe euch ja vorhin von dem Knopf erzählt. Den solltet ihr einmal drücken. Ihr seht jetzt, da ist ein Lämpchen an. Und der nächste Schritt ist jetzt, das Ganze per Bluetooth in der Hoffnung, das einigermaßen scharf hinzukriegen, zu verbinden. Das heißt, ihr geht in eure Einstellungen, auf Bluetooth. Bluetooth muss natürlich an sein, sonst bringt das Ganze nichts. So, mal schauen. Ich denke, man erkennt das noch. Ich muss es nicht nochmal neu filmen. So, und da war er gerade schon, Convoy. Da oben ist er, der Convoy-Adapter. Einmal raufklicken. Und er fordert jetzt einen PIN an. Der Standard-PIN ist entweder 1234, ich glaube, das war hier, oder 000. Das ist halt das Sicherheitsproblem bei diesen einfachen OBD-Adaptern. Man kann das Passwort nicht selber vergeben. Das heißt, wenn ihr durch die Gegend fahrt, könnte sich rein theoretisch jeder andere auch damit verbinden. Da gibt es aber auch teure Adapter, kann ich euch gerne nochmal verlinken. Das ist der OBD-Link CX, meine ich, heißt der, die drahtlose Variante. Der kostet dann aber auch schon um die 100 Euro. Von daher, so wie ich ihn ab und zu mal benötige, um was auszulesen auf Langstrecke, mache ich mir da gar keine Sorgen drum. Ihr seht, der Convoy-Adapter ist verbunden. Gehen wir mal ins Hauptmenü und öffnen. Ich habe es wieder reingepackt. Die Kansi Plus App. Ja, Kansi Plus habe ich geöffnet und euch vorhin ja schon gezeigt, man muss einmal auf die drei Punkte klicken, auf die Einstellungen. Und bei Verbindung mit einmal draufklippen. Den Adapter auswählen. Ich habe jetzt gedacht, vorne alle Bluetooth-Geräte gelöscht und jetzt auch nur eins verbunden. Deswegen ist hier auch nur eins zur Auswahl. Was auch ganz gut ist, kann man das Falsche nicht erwischen. So, einmal draufklicken und das sollte es schon gewesen sein, weil den Rest haben wir vorhin gemacht mit dem Automodell und dem Hintergrundmodus, wie auch der eine optional ist. Gehen wir mal zurück und ganz wichtig, ihr habt jetzt oben das Bluetooth-Symbol, leuchtet blau, das heißt, er hat sich mit irgendwas, was auch immer, Bluetooth-mäßig verbunden
Und dann seht ihr diese Wellen rechts von diesem Bluetooth-Symbol. Und wenn die nicht mehr blinken, sondern wirklich die ganze Zeit verbunden sind, dann heißt das, dass ihr mit dem OBD-Adapter verbunden seid. Wo ich ganz gerne immer raufgehe, und das seht ihr auch in meinen Videos, ist unten links hier dieses Armaturenbrett. Und ja, ich muss nichts mehr sagen, ne? Er zieht sich jetzt gerade alle Werte, überall wo NAN steht, die Werte verschwinden oder diese Anzeige verschwindet und ist fleißig am Auto ausladen. Ich war gerade unterwegs, die Kinder in die Spielscheune bringen. Deswegen habe ich nämlich jetzt auch mal so ein 2 Stunden Zeitfenster, um endlich dieses Video neu zu machen. Ja, ich muss eigentlich nicht so viel sagen, weil sonst wird dieses Video, ich könnte wahrscheinlich auch eine ganze Stunde über die alle Funktionen reden. Also der Dashscreen, ja, heißt das Dashscreen? Ne, heißt es nicht. Dashboard, genau. Oder Armaturenbrett, wie es auf Deutsch übersetzt ist, ist eigentlich das, was man so am ehesten braucht. Unten rechts sieht man hier auch die Akkugesundheit und ähnliches. Ja, und ganz, ganz unten links ist vielleicht immer interessant, da steht Debug und ganz viele Zeichenketten. Wenn die sich ständig ändern, da im Millisekundentakt, dann wisst ihr, er kommuniziert mit dem OBD-Adapter. Und das muss ich jetzt natürlich nochmal mit dem anderen Handy filmen. Blende ich jetzt gleich nochmal ein. Der Adapter ist jetzt auch lustig am Blinken. Das heißt, daran seht ihr, er hat eine Verbindung aufgebaut und zieht sich auch wirklich Daten aus dem Fahrzeug. Ja, das war's eigentlich. Das heißt, ihr könnt hier alles erforschen. Hier gibt es noch mehr. Viele wundern sich, das ist so wenig. Aber wenn ihr hier von rechts nach links swiped oder drückt, dann findet ihr hier noch ganz viel mehr. Was für mich hier noch interessant ist, gehe ich doch nochmal drauf auf den Ladeverlauf. Hier sieht man von den 10 letzten Ladungen, ob man langsam geladen hat, schnell geladen hat und so weiter und so fort. Wie viel geladen wurde. Wie oft der Akku auch wirklich 100% vollgeladen wurde. Ist vielleicht auch gerade für Leute, die den privat kaufen, gar nicht so uninteressant. Weil ganz vollladen ist halt nicht ganz so toll für den Akku. Übersicht aller Zellen, also da müsst ihr euch wirklich ganz in Ruhe selber durchmachen. Sonst, wenn ihr wollt, gar kein Thema, dann mache ich euch ein separates Video. Geht dann vielleicht eine halbe Stunde oder sowas. Dann gehen wir auf alle Funktionen mal ein. Also schreibt gerne in die Kommentare, wenn da Bedarf besteht. Ich würde sonst jetzt wieder umschwenken auf die andere Kamera und euch das Ganze nochmal mit dem Android Auto zeigen. Also bis gleich. So, das Ganze ist jetzt verbunden, also das Telefon mit Kabel, kann man auch drahtlos machen, mit so einem Carlink-Kit-Adapter. Und ich muss euch doch ein wenig enttäuschen, ich dachte in der neuen Version wäre es schon soweit, weil hier auf dem Telefon steht ja auch Now with Android Auto Support. Ja, das Problem ist, wie trennt man sein Handy vom Auto, indem man es fallen lässt? Ach man. Tut mir leid. Aber bevor ich die Pause drücke, stecke ich es einfach nochmal rein. Vor allem sieht man auch, wie lange oder wie schnell sich das Ganze hier verbindet. Android Auto steht schon da, geht also richtig schnell. Also, nochmal. Kanzi Plus taucht leider noch nicht auf, sondern die Kanzi Beta-Version. Trotzdem möchte ich euch gerne zeigen, wie das Ganze aussieht, wenn man Android benutzt. Hier auf dem großen Display und nicht nur auf dem kleinen. Auswahl ist etwas eingeschränkter, aber so für eine erste Übersicht finde ich es gar nicht schlecht. Man sieht zumindest schon mal die Ladestatus, man sieht, was man aktuell verbraucht, wie weit noch die Reichweite ist und was bei dem wichtigsten, bei den meisten wichtig ist, gerade im Winter haben wir jetzt gemerkt, ganz wichtig ist die Akkutemperatur. Ist er zu kalt, lädt er zu langsam, im Sommer ist er zu heiß, lädt er zu langsam und so weiter und so fort. Also deswegen sind ein paar Punkte schon mal nicht ganz unerheblich. Man hat so Trip-Anzeigen, sprich wie viel Kilowattstunden hier noch im Akku sind. Die Tageskilometer, ich resette das ja immer nur, wenn ich auf 100% vollgeladen habe. Deswegen ist das hier logischerweise nicht so ganz realistisch. Und auch den aktuellen Verbrauch. Ein bisschen hoch, aber dadurch, dass ich immer so schön vorklimatisiere. Ladeparameter hat man hier noch. Einfach nur quasi nochmal in Textform. Was hier nochmal wichtig ist, wenn man DC, also schnell lädt, dann sieht man hier auch nochmal die Ladeleistung, die wirklich ins Auto geht. Gerade wenn man vielleicht eine Ladesäule hat, so eine uralte, wo man es nicht sieht, sondern die nur blinkt, weil die kein Display hat. Ja, und dann kommen wir eigentlich schon fast zum letzten Punkt. Das ist der letzte Punkt, weil der Rest ist ja Entwicklerinfo. Hier kann man dann nochmal sehen, dass der ganz normale Akku, also der 12 Volt Standard Blei-Akku hier im Auto, gerade 13,4 Volt hat. Was auch ungefähr, ich habe ja hier so einen Stecker drin, hinkommt, 13,2 steht da. Ja, und dass da auch gerade 10 Ampere drüber fließen. Von daher, nette Sache, jetzt nicht 100% unbedingt jetzt notwendig, aber wenn es geht, warum soll man es nicht nutzen?
Also von daher bin ich eigentlich schon soweit durch. Ihr wisst jetzt, wie die App zu installieren ist, wie sich das Ganze hier verbinden lässt, was für Komponenten ihr benötigt und dass ihr die in der Beschreibung findet. Jetzt bleibt es eigentlich nur noch an euch, ein Like da zu lassen, am besten ein Abo. Ja, und ja, wenn ihr Bock drauf habt, die Adapter, die kosten 20, 30 Euro. Die App kostet nämlich gar nichts. Das ist schon mal richtig toll. So, Nachbarn kommen, Fenster zu. Jetzt gucken die wieder doof. Ja, nutzt gerne den Link in der Beschreibung, würde ich mich freuen. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder mal so ein ganzes Video sehen wollt über sämtliche Settings und ähnliches, sagt einfach Bescheid. Also, ich wünsche euch was und vor allen Dingen wünsche ich euch schönes Wetter. Tschüss.